Die dialektisch-behaviorale Therapie, kurz DBT, ist ein inzwischen sehr gut erforschtes störungsspezifisches Konzept für die Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen. In den letzten Jahren hat es Weiterentwicklungen gegeben und wird inzwischen auch angewendet für die Behandlung von Suchterkrankungen oder Essstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Im Alltag sind wir sehr oft gefordert, Dinge oder Situationen einzuschätzen oder zu beurteilen, zu bewerten und verfallen da vielleicht in Kategorien von gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Bei Borderline-Patienten ist dieses Schwarz-Weiß-Denken oft sehr stark ausgeprägt und eine dialektische Sichtweise einzunehmen würde bedeuten, dass wir uns zwischen diesen gegensätzlichen Polen hin und her bewegen und versuchen, eine Balance herzustellen, ohne zu beurteilen. Also weg von diesem entweder oder, richtig oder falsch, hin zu einem sowohl als auch. In der Therapie bewegen wir uns sehr oft zwischen diesen Polen der Akzeptanz auf der einen Seite und der Veränderung auf der anderen Seite. So sind unsere Patienten zum Beispiel gefordert, dass sie akzeptieren lernen, dass sie sehr starke Emotionen haben auf der einen Seite und dass sie gleichzeitig entscheiden und verändern können, ob sie auf diesen Handlungsimpuls der Emotionen sofort reagieren oder etwas Neues ausprobieren. Ein wesentliches Ziel der DBT ist es, dass Patienten neue Strategien der Emotions- und Bedürfnisregulation erlernen und so in ihrem Verhalten flexibler werden und wieder mehr Handlungsspielraum haben, sich auch in zwischenmenschlichen Situationen zu bewegen. Das, was man aus Forschungen weiß, ist, dass eine der problematischsten Langzeitfolgen der Borderline-Erkrankung die soziale Isolation ist. Und hier versuchen wir in der DBT auch Patienten zu unterstützen, wieder sich in Richtung der Gesellschaft zu integrieren und sich wieder als wirksames und auch wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft und der Gesellschaft erleben. Die dialektisch-behaviorale Therapie ist gekennzeichnet durch eine sogenannte Behandlungshierarchie. Das heißt, dass Patienten mit sehr vielen Problemen zu uns kommen und wir mit Hilfe dieser Behandlungshierarchie eine Orientierung und Transparenz kriegen. Sowohl wir als Therapeuten, aber auch für den Patienten wird es sehr offengelegt, welche Themen in welcher Reihenfolge bearbeitet werden. Beginnen müssen wir immer mit der Reduzierung von Verhaltensweisen, die das Leben gefährden, direkt gefolgt von der Reduzierung von Verhaltensweisen, die die Therapie gefährden, weil nur dann gewährleistet werden kann, dass Therapie überhaupt stattfindet. In der dritten Stufe geht es dann darum, sich anzuschauen, welche Krisen kommen immer wieder im Alltag vor und welche neuen Verhaltensweisen wäre es da wichtig aufzubauen, um diese Krisen zu reduzieren.